Hallo und willkommen zurück oder willkommen zu einem neuen Projekt Metroid Zero Mission. Diesmal werde ich das sogar alleine aufnehmen. So, dann machen wir uns erstmal eine neue Datei. Ich zock einfach mal auf normal, ich denke gleich wird es einfach sein. Der Planet Zebes. Einst in friedvolleren Zeiten war eine Heimat, lange bevor das Böse die Tunnelsysteme heimsuchte. Nun endlich werde ich die Geschichte meiner ersten Schlacht erzählen, die hier stattfand. Meine Zero Mission. Samus Aran. Jo. Oh, wir können uns schon direkt ducken. Und schießen können wir auch. Ich habe das Spiel zwar schon. Also ich habe den Vorgänger, also das Originalversion habe ich schon gespielt. Den Teil hier aber noch nicht. Jo, deswegen weiß ich so ein bisschen, was ich tun muss. Und deswegen haben wir uns auch direkt mal den Morphball geholt. Ich weiß nicht, ob ich versuche 100% durchzuspielen. Achso, hier zweimal 100 drücken. Aber wir schauen einfach mal. Okay, die Monster spawnen immer wieder neu, so wie im alten Teil. Achso, wir können auch so schräg beim Gehen hochschießen. Das ging beim alten Teil noch nicht. Ich glaube, ducken ging auch noch nicht. Jo, dann rennen wir einfach mal durch. Ich denke, können wir auch gedrückt halten? Nein, okay. Gab's hier irgendwas? Ja. Okay, nein, doch nicht. Oder vielleicht doch. Nee, okay, gibt's nix. Hm, hier haben wir auch direkt was. Ja, auf jeden Fall habe ich überlegt, ob ich die Originalversion spiele. Aber da man in dieser nicht speichern kann und ich nicht mit Save States spielen wollte und wenn man nicht speichern kann, das Spiel wahrscheinlich ein bisschen länger dauert, aber habe ich gedacht, spiele ich die hier einfach mal. Zudem kenne ich die noch nicht. So, wir haben ja auch schon unseren ersten Hinweis bekommen, wo wir hin sollen. War da oben hin. Hier rennen wir einfach durch. Da können wir eh nichts Großartiges bekommen. Okay, das hier ist schon neu. Aber da können wir noch nicht durch. Okay. Brauchen wir erstmal einen weiteren Gegenstand. Jetzt komme ich da nicht hoch. Das Teil nervt natürlich auch ein bisschen. Oder so hoch können wir, glaube ich, gar nicht springen, dass wir dagegen kommen. So. Gehen wir erstmal hier rein. Kann ich irgendwie die Karte aufrufen? Okay, mit Y. Ich spiele das Ganze nämlich mit dem Xbox-Controller. Ich denke, hier können wir ruhig durch. Hier geht es noch nicht weiter. Da haben wir noch nicht den richtigen Schuss dafür. Und hier bekommen wir unseren ersten oder zweiten Gegenstand. Das dürfte die Beam-Erweiterung sein, dass wir weiter schießen können. Okay. Hier gibt's nichts. Okay. Die ist, glaube ich, gar nicht so wichtig, die Beam-Erweiterung. Ja, obwohl, doch. Vorgänger hat man die nicht unbedingt gebraucht, aber hier scheint sie ganz wichtig zu sein, um hier durchzukommen. So, erstmal nach oben freischießen. So, gehen wir den langen
Schauen wir mal auf die Karte. Dann gehen wir nach. Hier oben hin. Aber ich glaube, da geht's erst am Schluss hin. Hier geht's nämlich schon. Genau. Da kommen wir nicht weiter. Da geht's, glaube ich, zum Endboss. Aber ist schon mal gut, dass wir das aufgedeckt haben. Dann verehre ich mich da später nicht mehr hin. Oh, okay. Der macht uns ordentlich Schaden. Das könnte schon unser erster Tod sein. Ist es aber nicht. Und der füllt unsere Energie wieder auf. Und der zeigt uns, wo wir als nächstes hin müssen. Okay. Ich denke, das macht das Spiel auch um einiges einfacher, weil man immer wieder diese Aufladestation hat. Im Vorgänger musste man echt immer nur durch das Besiegen von Monstern sich heilen, was es um einiges erschwert hat. So, da oben gab es nichts mehr. Nee. Dann gehen wir jetzt direkt mal nach unten. Hier war doch, glaube ich, eine Tür. Okay, unter uns. Und da können wir jetzt mit den Longbeam rein. Oder Distance Beam hier. Ah, okay, ich dachte, wir fallen schon da runter. Hier kommen wir ja erst mit den Missiles rein. Dann wird es wohl hier unten lang gehen. Ah, ne, hier gibt es eine Speicherstation. Die benutzen wir auch direkt mal. Ich weiß gar nicht, ob ich mit Safe States arbeite. Ich glaube nicht. Also einfach nur, um den Part abzuschließen. Dann kann ich nämlich direkt dort weitermachen, wo ich aufgehört habe. Oder ich speichere ganz normal. So. Dann gehen wir erstmal nach unten und... okay. Ich kann einfach mal durch. Keine Ahnung, was das ist. Ah genau, hier gibt es unsere erste Missile. Mit der können wir nämlich durch die rote Tür, genau, steht auch da unten. Und weiter geht's, glaube ich, noch gar nicht. Da unten kann man nicht lang. Okay, dann geht's zurück. Okay, doch, da gibt's einen Boss. Jetzt weiß ich nur nicht, wie ich Missiles schieße. Moment. Kann ich denn... wie wechsle ich denn... Soviel ich weiß, muss man den mit Missiles abschließen, aber ich weiß gerade nicht, wie ich das wechseln kann. Moment, ich habe ja noch da oben die zwei Tasten. Ja, genau so. Ich denke, die Dinger sind eigentlich nur dazu da. Na, ich soll schon treffen. Diese Stacheln, die er schießt, die sind, glaube ich, dazu da, einfach damit man sich auffüllen kann. Falls man es verkackt. Na okay, oder man verkackt es, weil man nicht in der Lage ist, ihn mit Missiles abzuschießen. Ah, da oben gibt es gerade wieder Munition für uns. Die wollen wir, dann besiegen wir den später, wenn wir mehr Missiles haben. Das war jetzt ein bisschen schlecht von mir gespielt. So. Den machen wir kaputt. Na ja, komm, wir speichern kurz. Also wir speichern nicht, aber wir füllen unsere Energie wieder auf. Was ist denn... Moment, wir können nur speichern, wir können gar nicht unsere Energie hier auffüllen. Gehen wir hier einfach mal weiter. Macht ihr uns Schaden? Ich hoffe mal nicht. Wir wollen hier durch. Ah, wir brauchen nur eine. Okay.
ich sollte vielleicht mal treffen. Aber ich spiele halt mit dem Xbox-Controller. Das ist ein bisschen schwerer zu zielen. So, gehen wir einfach weiter. Ich denke, hier gibt es eh nichts mehr für uns. Da unten hätte es was gegeben. Später. Wir machen einfach das Ding hier mal kaputt. Ob es da überhaupt was für uns gibt, weiß ich nicht. So, da gab es nichts. Okay, wir mussten hier lang. Okay. Hier unten gibt es dann später auch noch etwas. Und dieser Wurm ist wieder hier. Ja. Kommt wieder runter, wir warten, schießen ihn ab. Holen uns die Erfahrung, die Leben mit. Und wir haben schon wieder keine Raketen mehr. Ich glaube noch nicht, dass wir den schon besiegen können. Das wäre ein bisschen früh. Und da haben wir den ersten Energietank. So, ich sollte mal auf die Zeit achten. 11 Minuten, es geht noch. Das war ein bisschen schnell, egal. Wir bekommen nicht so viel Schaden durch die Lava. Trotzdem sollten wir ein bisschen aufpassen. Unten können wir auch einmal kurz rein, dürfte aber nur eine Missile-Station sein. Oh, ne, eine Kartenanlage. Dann sehen wir schon mal, wo wir über hin können. Norfair geht's unten lang. Da müssen wir später hin, können wir irgendwie rumscrollen. Scheint nicht so. Da unten gibt's einen Beam. Da, wo wir gerade lang sind. Und wir wollen nach oben an der Speicherstation vorbei. Und dann dauert das Let's Play gar nicht so lange. Ich schätze mal 20 Parts vielleicht. Aber ich weiß auch nicht, wie die anderen Areale designt sind. Unten lang, oben können wir nicht lang, weil wir nicht hoch genug springen können. Wir speichern kurz. Obwohl ich nicht denke, dass wir sterben werden. Achso, das speichert sowieso so schnell. Dann können wir ruhig öfters speichern. Andererseits wäre es schlau, wenn ich nur immer nach Ende eines Parts speichere, falls die Datei verloren geht oder sonst was. So, da unten geht's nicht lang. Geht das mit Missiles? Nee, okay. Hier brauchen wir Missiles und hier gibt's wieder etwas für uns. Das dürfte der... Ah, Bomben, okay. Ach genau, das ist für die Bomben. Ich hätte jetzt schon gedacht, wir wir können damit keine Ahnung, mit was. Ich habe das Gefühl, das war irgendwie einfacher in den alten Teil, in dem Vorgänger, in der Originalversion eher. So, hier geht's nicht weiter, dann gehen wir zurück. In den Wänden ist auch öfters was versteckt. Da muss man ein bisschen aufpassen, aber ich denke, das wird ungefähr so verteilt sein wie in den alten Teil. Von daher dürfte ich das ungefähr wissen. Ich weiß nicht, ob die uns Schaden machen. Ich mach die jetzt einfach mal kaputt. Gibt's nix. Okay. Wo wollen wir denn dann lang? Wir könnten da unten lang und da oben lang. Ich glaube, da oben lang
Kommen wir nicht hin, weil wir nicht hoch genug springen können. Dann müssten wir eigentlich komplett zurück. Und da gab es am Anfang. Stelle, wo wir hätten lang können. So, da springen wir mal kurz durch. Hier unten könnten wir nämlich noch lang. Ich glaube, da gibt es auch schon den ersten Beam. Die Beam-Erweiterung für uns. Die Gegner sind sehr nervig. Aber die geben uns gute Erfahrung. Nicht Erfahrung, Heilung, so. Ah ne, der sagt uns nur, wo wir hin müssen. Okay. Oder? Gibt's da vielleicht doch einen Beam? Okay, der sagt uns, wir sollen noch... noch fair. Da gibt's dann... wohl... die Beam-Erweiterung. So, der hat für uns hier jetzt nichts mehr, oder? Okay. Früher war nämlich hier ein Eisbeam versteckt in dem alten Teil. Und ich dachte, den würden wir jetzt hier auch bekommen. Okay, wenn er uns sagt, dass wir jetzt nach Northair müssen, dann ist das auch okay. Ich müsste es nur schaffen, hochzukommen. Ich mach's kurz mit den Raketen, es geht schneller. Komm, kurz schauen, ob da unten noch was war, aber ich denke nicht, nee, da war nichts. Ich kann mal kurz schauen, ob es hier noch das Versteck gibt. Ja, das ist die Frage. Früher konnte man dann runter. Konnte man da runter, aber man ist nicht mehr rausgekommen. Deswegen, ich glaube, das ist in dem Fall auch so. Wenn ich die zwei jetzt mal kaputt bekomme. Also, die kommen immer wieder nach. Ich würde es nämlich so machen. Ich, kann ich ein Save State machen. Save Options. Ich guck mal kurz nach. Ah ne, das wollte ich jetzt nicht. Ist das hier? Ist das ein Safe State? Keine Ahnung. Ach, scheiß drauf, ich versuch's einmal kurz. Wir haben ja gespeichert. Scheint aber so, als würden wir nochmal rauskommen. Dann gehen wir nämlich hier runter. Frage ist nur, hier gibt's nämlich einen Container. Können wir den so kaputt machen? Oder wahrscheinlich, wenn wir dran vorbeifallen. Und dann... die sind sehr nervig, ich mach die mal alle kaputt. Scheint aber so, als würden wir hier nicht weiterkommen. Jetzt müssen wir warten, bis das Teil wieder spawnt, damit wir rauskommen. Gehen wir einfach zurück. Es war nur ein Geheimgang, da können wir uns merken, falls wir irgendwann den Eisbeam wahrscheinlich haben. Dort runter zu gehen. So, jetzt.
oben lang können wir nicht. Ja, doch, unten lang müssen wir. Wo geht's da unten lang? Da geht's nach Crane. Ich weiß gar nicht, ob die im Englischen auch so heißen. Da ist eine Speicherstation. Aber ich denke, in Norfair werden wir auch eine Speicherstation haben. Und den dummen Wurm. Okay, wir haben schon rot beschädigt. Und jetzt dürfte er abhauen. Ja. Ich weiß, dass man den direkt besiegen kann irgendwie. Aber ich weiß nicht so genau wie. Jetzt kann man nämlich da oben lang. Und bei dem kann man sich erstmal ein bisschen Leben und alles holen. Wenn man nicht immer wieder in die Lava fallen würde. Egal, ich denke. Ist jetzt nicht so wichtig, wir werden ja öfters Gelegenheiten bekommen, uns zu heilen. Oh, eine kleine Videosequenz. Kommen wir erstmal nicht raus. Hier ist eine Speicherstation. Die benutzen wir gleich. Hier geht's nicht weiter. Wir schauen mal kurz, wo es hier lang geht. Okay, hier geht's auch direkt weiter. Dann würde ich behaupten, ich speichere hier jetzt einmal. Und das war's dann erstmal. Das war der erste Part. Ich hoffe, euch wird das Projekt ein bisschen gefallen. Ich bin nämlich ein relativ großer Metroid-Fan, aber ich habe diesen Teil und so gut wie alle anderen Teile, die auf den älteren Konsolen. Also ich habe eigentlich nur die Metroid Prime Teile und den ersten Teil und obwohl ich habe den Super Metroid Teil habe ich auch gezockt. Ja, auf jeden Fall war's das jetzt erstmal. Und ja, wir sehen uns dann wahrscheinlich in der nächsten Folge. Ja, sehr wahrscheinlich. Auf Wiedersehen.